Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Sonntag. Es ist schon 3 Uhr. Boah, hab ich lange geschlafen heute. Ich glaube, bis 12:30 habe ich geschlafen. Boah. Ich war auch erst um 4 Uhr, glaube ich, im Bett, oder um 3:30. Schrecklich. Ne? Je oller, je doller. Ja. So, was geht ab? Und zwar habe ich eben gefrühstückt, dann habe ich geduscht, dann habe ich meinen Truck fertig gemacht. Jetzt bin ich bereit zum Rausfahren. Mein Trailer soll hier im Yard stehen. Es ist die Nummer 158. Nein. Da steht Container haben wir auch. Fährt einer von euch Container? Schreibt mal in die Kommentare. Sorry, könnt ihr bitte mal in die Kommentare bitte schreiben, wenn ihr Container fahrt? Das würde mich mal interessieren. Ich habe 4 Jahre lang Container gefahren. Da ist er, glaube ich. Habe ich gesagt 158, ne? Ja, 158. Da ist mein Trailer. Hey, ein Trailer. 45 Fahrenheit heißt, das ist die Kartoffeltemperatur. Das heißt, ich fahre Kartoffeln. Oh, hier fehlt was. Halb voll. Hier fehlt was. Da war wohl für den einen oder anderen war wohl der Trailer zu breit. Ja, ist okay. So. Mit diesem Trailer fahre ich nach New Jersey. Zu dem Seitenstreifenkunden. Da habe ich... Dienstagmorgen um 7 Uhr einen Anlieferungstermin. Das heißt, es wird eine richtig coole Woche. Weil von da aus fahre ich meist zu einem Kunden. So, ne? Den ich so im Kopf hab. Dann habe ich Dienstagabend schon wieder in Toronto. Boah. Kann ja Mittwoch wieder Richtung nach Hause fahren. Was ist das denn für ein Trailer? Da steht ja keine Nummer dran. Ist das ein Mietstrailer? Ne. Red Sky Trucking? What is this? Prince Edward Island? 3 Achsen? Oh, mit Liftachse hier, was ganz Modernes. Also für Kanada ist das was ganz Modernes. Das gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, aber wir in Deutschland haben da, glaube ich, früher angefangen. Wisst ihr was? Weiß ich gar nicht genau. Aber hier so eine Liftachse, da sieht man zwar manchmal, aber jetzt nicht so oft. Mein Kumpel Walter, der fährt Fettdeck, der hat auch so eine, da hebt sich die Hinterachse. Sieht immer aus, als wenn der sich paarungswillig macht, der Trailer. Entschuldigung, Walter. Das sieht so aus. So, mein Auto ist auch noch da. Da fährt noch ein anderer weg. Der fährt wieder Trag? Der hat als Driver-Trainer gearbeitet. Oder war der das nicht? Ach, ist ja egal. So. Da ist gesperrt. Warum ist denn da gesperrt? Ist da irgendwo einer reingefahren? Das sieht ganz schön matschig hier aus. Ach, da liegt ja immer noch Schnee. Ne, ist jetzt ein bisschen... Hat sich der Natur angepasst. Ist ein bisschen dreckig geworden. So. So, ja. Was ist denn hier passiert? Ist da irgendwie mehr passiert? Das ist noch nur ein bisschen... Egal. Vielleicht ist das auch vom Schneeräumen passiert, dass man sieht ja nicht, wann der Boden anfängt, wenn man jetzt mit dem Schnee da so wegräumt. Weil mit dem Ding räumen wir immer Schnee. Also mit dem Ding machen wir alles, aber die machen das nicht ich. Ich weiß nicht, warum das hier gesperrt ist. Ich kann es nicht sagen. Habt ihr schon mal ein schönes Auto gesehen? Ja, ich weiß. Ich gehe euch mit am Sack. So, das ist ein schönes Auto. Das Leben ist einfach zu kurz für scheiß Autos. Wenn so ein Auto ist, also ist meine Meinung, wenn ich das so ein Auto sehe, habe ich ja gekauft, weil ich mich ja drin verknallt habe. So, ersten Blick, 2 Sekunden. Und seitdem ist das so, wenn ich den sehe, denke ich mir, boah. Aber egal, zurück zum Trucking, zurück zum wahren Leben. Hier nicht Gefühle wegen Autos. Das ist mein Trailer, da hinten ist mein Truck. Ich werde den jetzt fertig machen, den Truck, dann werde ich darüber fahren, dann werde ich den anhängen, dann mache ich eine Abfahrtskontrolle und dann weiß ich noch nicht, wie weit ich fahre. Das plane ich später. Jetzt kriege ich noch einen
Albtraum, eine Albtraumerinnerung. Die, die mich schon länger abonniert haben, die wissen mein Problem oder mein Albtraum war immer ein Volvo letztes Jahr, und hier steht jetzt auch einer von Penske, der sieht genauso aus wie meiner, wie den ich damals gefahren habe, nur dass der im besseren Zustand ist. Und als ich den gestern hier stehen gesehen habe, habe ich ganz schlechte Erfahrungen sind dann wieder hervorgekommen in meinem Kopf. Ganz viele negative Gefühle. Obwohl der hier ist ja relativ gut, der ist neu. Er ist neu, der ist jetzt nicht alt, sagen wir mal so. Der ist in einem super Zustand. Meins war ja ein Scheißhaus, was ich gefahren habe. Fahren musste. Aber das geht ja noch hier. Aber gut. Ja, Talk steht für teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook habe ich eine wunderbare Gruppe. Boah, wir sind über 660 Leute jetzt. Oder irgendwie habe ich 4-5 Anfragen gekriegt in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Aber super. Wird immer mehr. Wir haben bald die 700. Das kann man jetzt mal so sagen. Weil wir sind über 650. Das heißt, wir sind mehr an 700 drin als an 600. Also sage ich, wir sind fast 700 Mitglieder. Genau, dann brauche ich auch nicht die Zahl wissen. Wir sind fast 700 Mitglieder. Wir sind total der coole Haufen. Kommt mal rein. Und gut ist. Und wenn ihr schon mal dabei seid, bei Facebook Kanada Trucker Philipp zu suchen, um in diese Gruppe einzutreten, empfehle ich euch noch was. Und zwar, drückt mal die Glocke. Es kostet nichts, es riecht nach Diesel. Ich muss gleich erstmal noch die Sattelplatte einfetten, das fällt mir gerade auf. Und es kostet nichts, es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und ihr kriegt alles mit. Und ich war Freitag noch einen Trailer beim Kunden hinstellen und dann seht ihr die Karre. Da war es ziemlich matschig, weil momentan ist alles matschig, weil es ja so viel Schnee gab und es taut alles so weg und dementsprechend sieht das überall scheiße aus. Hier, guck mal. Aber ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass ich nachher noch in den Regen komme oder morgen oder diese Woche. Und dann ist der auch wieder sauber. Und wenn ich früh genug diese Woche wieder da bin, dann werde ich dann da reingehen und werde sagen, könnt ihr mal bitte meinen Truck waschen, mal gucken, ob es das macht. Ne? Gut, alles klar. Ja, wie gesagt, ich melde mich später wieder. Ne?
Hallo. Täglich grüßt das Murmeltier. Wo warst du letzte Woche? Hier. Bei Skadener. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Wird das jetzt gesperrt, weil ich jetzt Marius Müller-Westernhagen nachgesungen habe? Ich weiß es nicht. Was labere ich eigentlich? Weiß ich auch nicht. So. Ja, ich habe hier gestern die Nacht verbracht. Es ist gleich 22:30. Ich glaube, in einer Viertelstunde könnte ich losfahren. Oder könnte ich mal anfangen mit meiner Abfahrtskontrolle. Und ja, hier ist das Wetter gut, ne? So, ich würde es schätzen. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich schätze so 3 Grad. Ein bisschen Windstille. Hier ist nichts los. Da, hier steht mein Bomber. Aber ansonsten, ich war hier gestern Abend, war hier fahren vielleicht 5 LKWs mehr. 5 Trucks mehr als jetzt. Ist nicht so viel los. Aber Sonntagabend, okay, war schon mal voller hier. Sonntagabends, aber ist egal. Egal. Das Wichtigste ist, dass ich was zu fahren habe, ne? Denn Blut ist dicker als Wasser. So. Und da möchte man halt, ne, was tun hier. Gestern, das war süß, gestern hat einer in der Gruppe gefragt, ob ich eigentlich nie Urlaub mache. Das konnte ich gar nicht so aussehen, wie ich es eigentlich wollte. Aber es ist halt so, ich sehe gerade den Sinn nicht im Urlaub machen. Natürlich gibt es manchmal so Tage, wo man sagt, ey komm Alter, nächste Woche bleibst du zu Hause. Wenn die kommen, dann frage ich dann auch im Büro nach, ob ich 2-3 Tage frei haben kann. In der Regel funktioniert das, aber das passiert nicht so oft. Aber es wird sich so einiges ändern in den nächsten Monaten, Wochen. Mal gucken, wann. Und dann gucken wir mal. Keine Sorge, ich gehe nicht in Rente. Aber mehr sage ich dazu nicht. Gut, was wollte ich noch sagen? Ich habe jetzt noch genau 650 Kilometer vor mir. 650 Kilometer voller Abenteuer. New York City steht an. Es steht eine Nacht auf dem Seitenstreifen werde ich verbringen. Wahrscheinlich, wenn was frei ist. Ansonsten muss ich mich da einstellen, wo ich mich vorletzte Woche hingestellt habe. Das habe ich leider nicht fotografiert und nicht gefilmt. Da stand ich mitten in der... Also es ist ja so, der Seitenstreifen, habt ihr schon mal gesehen, den werde ich nachher auch filmen. Der ist dann so vom Highway runter an der rechten Seite. Ich wollte gerade sagen, von der Autobahn runter. Nein, vom Highway runter. Und dann stellt man sich da rechts hin. Und letzte Woche war das voll, dann musste ich dann rechts abbiegen und dann kam ein schmalerer Seitenstreifen in der Kurve. Und dann habe ich dann in der Kurve auf dem schmalen Streifen gestanden und alle 2 Minuten kam ein Truck vorbei. Das war eine Scheißnacht. Ich hoffe, heute habe ich Platz auf dem normalen Seitenstreifen. Der ist zwar auch schon laut, aber nicht so laut wie das vor 2 Wochen. So, ja, ansonsten ist ein schöner Tag. Ich bin erkältet. Gestern Nachmittag. Da merkte ich so, oh Gott, Philipp. Oh Gott, Philipp wird krank. Ja, und dann habe ich gestern die Standheizung schön warm gedreht, damit ich das ausschwitze. Bei mir ist das halt so, meistens bin ich nur einen Tag krank, weil ich dann schwitzen gehe. Habe ich diese Nacht auch gemacht. Mir geht es auch schon besser als gestern Abend. Aber momentan läuft das alles so raus. Ich denke, dass ich das heute Nacht noch mal machen muss und dann morgen ist es dann weg. Ich war zu lange selbstständig in Deutschland, dass ich lange krank bin. Ich hatte immer so eine Wochenendgrippe. Ne? Wochenende krank, montags wieder dran. Damit man als Selbstständiger auch nicht aushält. Und das habe ich immer so beibehalten. Das ist doch gut so. So, ja, wie gesagt, hier. Ich habe ein paar Kartoffeln für New Jersey. Kartoffeln, nicht Pommes, Kartoffeln. Ja? Für einen Großhändler. Ich hoffe, das geht diesmal schnell. Normalerweise funktioniert das ja schnell. Aber vor 2 Wochen hat das irgendwie 3 Stunden gedauert. Da war ich total sprachlos, dass das bei dem so lange dauert. Aber wie gesagt, das war wahrscheinlich nur ein Ausrutscher von ihm. Und jetzt ist er morgen schnell. Man muss ja positiv denken, ne? Positiv denken. So, ich mache jetzt hier Snoopy fertig. Und dann fahre ich los. Und dann bin ich dagegen, weiß ich nicht, 22:30, sagen wir 11 Uhr los, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17:30, 18, 19 Uhr bin ich da. War früh Feierabend, habe 12 Stunden Pause, weil morgen früh um 7 ist der Termin. Habe ich es eben schon gesagt, weiß ich gar nicht. Okay, alles klar, dann bis gleich, tschüss. After 800.
100 meters, keep right, then turn right. Turn right. So, hi zusammen. Es ist Dienstagmorgen. Es ist 11 Uhr. Ungefähr. Bin ich total gut drauf diese Woche. Was heißt total gut drauf diese Woche? Ich bin heute gut drauf. Warum? Hat Gründe. Erstmal juckt die Nase, ne? Es gibt einen drauf oder es gibt Geld.
Ich war bei Dunkin' Donut. Das ist aber nicht der Grund, warum ich gut drauf bin. Haha, jetzt spannt ihr euch auf der Folter. So, und zwar, gestern habe ich meine Rückladung gekriegt. Dann denke ich so, hä? Gleiche Straße, da wo du anliefern musst, nur eine andere Hausnummer. Also anliefern musste ich an Hausnummer 10. Und dann musste ich in der gleichen Straße Ladung aufnehmen für Kanada. Hausnummer 14. Und ich denke so, hä? Ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie nah beieinander liegt. Ich habe gedacht, das ist ein Fehler. Vielleicht kommt hier falsche Adresse oder so. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. So, und da das ein großer Händler ist, der mehrere Gebäude auf seinem Hof hat, habe ich da heute an der Rampe gestanden. Erst habe ich um Seitenstreifen gestanden, habt ihr eben mitgekriegt. Und dann bin ich zum Kunden hingefahren, da stand ich an der Rampe und guck so rum so und denke so, du bist an Gebäude Nummer 10, da vorne ist Gebäude Nummer 14. 200 Meter weit weg, 100 Meter weit weg, ach weiß ich nicht, ist ja egal. Vielleicht auch nur 138 Meter, ist ja auch egal. Dann denke ich so, fährst du mal rüber. Dann fährst du mal rüber, wenn du leer bist, dann fragst du mal nach. Rübergefahren? Ja, du kriegst deine Ladung hier. Gut. Dann waren die in einer halben Stunde waren die, oder in einer Stunde waren die fertig. So. Und das nächste Geile ist, das nächste mega coole ist, man muss auch Dinge mal positiv sehen. So. Die Ladung. Also der Trailer ist voll. Ne? Er ist voll. Wie es hinten hin. Aber die Ladung wiegt ganze 5117 Kilo. Warum wiegt das so wenig? Weil da fast nur Müll drin ist. Warum ist da nur Müll drin? Und zwar, das sind diese kleinen Kaffeepads, ne? Wo du 3 Gramm Kaffee drin hast und 20 Gramm Müll drumherum hast, wegen Plastik. Das ist da drin. Da drin. Und das muss jetzt in die Nähe von Toronto. Mach ich. Klar. Das mit dem Kaffee, der fällt doch gleich um. Ich möchte aber noch weiterreden. Ich habe Redebedarf. Ich möchte gerne reden. Komm, hinsetzen, reden. Aber erstmal muss ich das sicher abstellen hier. Dann habe ich auch ein besseres Gefühl, mit euch zu reden. So, jetzt noch die Kapuze aufsetzen, weil es kalt und windig ist. Das Mikrofon passend machen. Jetzt ist perfekt, jetzt können wir die nächsten 3 Stunden unterhalten. So, setzt euch hin, Popcorn in der Hand und jetzt geht's ab. So, und zwar fahre ich jetzt nach Toronto, in der Nähe von Toronto. Erst fahre ich nach Binghamton, um hier den Klumpen zu tanken und dusche. Morgen früh gegen 10 Uhr habe ich den Auszeittermin. Oder ich ja nicht gegen 10 Uhr, um 10 Uhr. Da werde ich so gegen 9 Uhr hinfahren und werde heute Abend so gegen 10 Uhr in der Nähe von dem Kunden stehen und zwar auf dem Truckstop. Der ist 5 Kilometer weit weg. Sagen wir, perfekt. Es ist total perfekt. So. Also diese Woche, das Video wird heißen, eine tolle, schnelle Woche. Teil 1 oder Teil 2? Oder gar kein Teil 1, Teil 2? Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wisst es ja jetzt schon. Könnt ihr es mir verraten? So. Ja, ansonsten habe ich hier gerade angehalten. Ich bin gerade eine halbe Stunde vom Kunden entfernt. Ich hatte keine Möglichkeit, eine Morgentoilette zu erledigen. Und der Kunde hatte nur so ein Dixie-Klo, ne? So ein Plumps-Klo. Ne? Da gehe ich nicht drauf. Da kann passieren, was will, da gehe ich nicht drauf. Ist ja schon schlimm genug, dass ich nicht auf meine eigene Toilette gehen kann, wenn ich diese Wohnung hätte, wenn ich jetzt hier auf der Straße bin. Also, dass ich hier auf den Truckstop gehen muss. Das finde ich ja schon schlimm genug. So kann man es ja sagen. Ich finde es ja schon schlimm, dass ich auf verschiedenen Truckstop-Toiletten gehen muss. Habt ihr auch immer so ein Zeug dabei? Erst sauber machen und dann draufsetzen? Ich hab das. Aber jetzt wird es auch schon ein bisschen zu intim. So. Wie ihr seht, ich habe mir... Ihr habt doch nicht gesehen. Ich habe mir zwei Donuts geholt. Einen Eiskaffee. Ich habe ihn leider falsch bestellt. Die Dame hat mich nicht verstanden. Und ich habe gedacht, sie hätte mich verstanden. My English is not the yellow from the egg, ne? So. Aber gut. Ich mach das jetzt hier. Ich vertilge das jetzt und dann werde ich dann losfahren und in 300 und, ne?
In 300 Kilometern bin ich in Binghamton und da werde ich dann tanken und duschen gehen. So, bis später. Ach so, deshalb redet der. Deshalb sagt er was. 73% Akku. Nein, ich bin hier in Binghamton, hab gerade getankt. Werde jetzt was essen. Eigentlich wollte ich hier duschen. Und dann wollte ich das ja über meine App buchen, ne, als ich getankt habe. Und dann gucke ich so. An diesem Platz sind keine Duschen available, verfügbar. Ja. Hä? Sind doch 8 Stück drin da. Habe ich geparkt hier, reingegangen. Ich sag, wollte duschen. Und meine App sagt, dass sie keine Duschen haben. Doch, die haben Duschen. Ich sag, ja gut, alles klar. Nee, die gehen leider nicht. Ja. Nicht funktionierende Duschen sind nicht so schön. Aber dann dusche ich halt morgen, nachdem ich angeliefert habe. Ne? Machen wir mal so. So, ja, wie gesagt. Upsi. Hier ist doch nichts los. Tote Hose. Hier ist tote Hose. So. Gut, alles klar. Ich möchte gerne die Serie beenden, weil ich ja heute in Toronto am Tagstag stehe. Und dann werde ich das Video schneiden. Es ist Dienstagabend. Dies ist das Donnerstagsvideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke, es kostet nach Diesel, es kostet nach Diesel, genau. Es riecht nach Diesel und kostet gar nichts, ne? Gar nichts. Ihr kriegt alles mit. Und meine Abenteuer hier als Trucker in Kanada und in den Staaten. Hat es jetzt gut gemacht? Komm, war gut. So, ja, genau. Ich komm Sonntag wieder, ne? Sonntag? Sehen wir uns Sonntag wieder? Bis Sonntag. Tschüss!